Peace, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute rund ums Filzen und deswegen Intro anschauen, gut zuhören und danach nachmachen. Bis gleich! So, Freunde, bevor wir überhaupt Filzputz anrühren oder die Eigenschaften durchgehen, müssen wir erstmal einen perfekten Untergrund haben. Theoretisch kannst du Filzputz als Oberputz auf jede Oberfläche aufbringen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Oberputz, heißt, wir gleichen keine kompletten Wände aus. Wenn man jetzt irgendwelche Einschläge hat oder irgendwelche Unebenheiten vom Spachteln, ist das kein Problem, das gleicht ein Filzputz aus. Aber wenn die Wand schon komplett von Grund auf uneben ist, wird sie auch am Ende uneben sein. Von daher gilt, je ebener der Untergrund, desto ebener das Endergebnis. Jetzt kommen wir natürlich zur Grundierung. Und bei der Grundierung gilt wieder, bei einem glatten Untergrund brauche ich einen gewissen Putzgrund und bei einem griffigen Untergrund benötige ich Tiefengrund oder einen Haftgrund, wenn ihr den streichen möchtet. Den Putzgrund brauchst du auf ganz glatten Oberflächen, denn in dem Putzgrund ist eine gewisse Körnung drin und dadurch wird der Untergrund perfekt griffig und hat die beste Haftung für den Filzputz. Und bei gespachtelten Wänden oder vielleicht auch im Altbau oder generell Mauerwerk benötigt ihr einfach nur einen ganz normalen Tiefengrund, um die Oberfläche bzw. den Untergrund perfekt vorzubereiten. Denn der Untergrund ist schon schön griffig und nicht glatt wie eine Trockenbauplatte. Und da ist dann Tiefengrund völlig ausreichend. Der Putzgrund wird am besten mit einer Rolle aufgetragen bzw. auf dem Untergrund aufgerollt. Und der Tiefengrund wird entweder auf der Oberfläche drauf gesprüht bzw. gespritzt, egal ob mit einem Hochdruckgerät bzw. Gloria oder mit einer Airless. Oder ihr macht es oldschool mit einer Bürste in den Untergrund, schön den Tiefengrund einarbeiten. Oder man kann den Tiefengrund auch mit einer Lammfellrolle draufrollen. Oder man streicht einfach nur einen Haftgrund drauf. Aber ihr könnt auch, um auf Nummer sicher zu gehen, bei allen Projekten Putzgrund draufstreichen. Also da stehen euch viele Möglichkeiten offen. Ich auf meiner halbwegs glatt gespachtelten Oberfläche werde aber auf Nummer sicher gehen und Putzgrund draufstreichen. So, Fläche ist jetzt grundiert und wir gehen jetzt Filzputz anrühren und dazu gibt es natürlich gewisse Eigenschaften, um was ihr beim Filzputz beachten müsst. Vorneweg möchte ich sagen, dass alle Filzputze größtenteils gleich sind. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter zu beachten. Wie der Filzputz angerührt wird, steht meistens auf der Verpackung bzw. auch auf der Herstellerseite. Ist im Grunde aber immer dasselbe. Wasser rein, Filzputz rein, durchrühren, fertig. Am Ende sollte der Filzputz nicht zu dünn sein, auch nicht zu dick, sondern schön creamy. Und dann kann es auch schon losgehen. So, Freunde, Untergrund ist vorbereitet. Wir haben uns über den Filzputz unterhalten, wir haben ihn angerührt und jetzt kann es losgehen. Wie wird es gemacht? Der Filzputz wird draufgespachtelt und am Ende, wenn ihr möchtet, mit einem Schmetterling bzw. Ragge nochmal glatt gezogen und dann lassen wir ihn erstmal trocknen. Aber nicht komplett trocknen, dazu sage ich euch dann, nachdem wir gespachtelt haben. So, die Fläche ist gespachtelt, die Fläche ist nachgeglättet, die Kanse gemacht und jetzt können wir es trocknen lassen. Und bevor es komplett trocken ist, gehen wir mit dem Schwammbrett ran und werden die Fläche filzen. Aber erstmal ein bisschen anziehen lassen. Wenn euch das Video gefällt, beziehungsweise generell der Kanal, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr. Und ansonsten würde ich sagen, lassen wir die Fläche weiter trocknen. So, Freunde, unsere Fläche ist jetzt durchgetrocknet fast und jetzt können wir filzen. Und zwar merkt ihr den perfekten Zeitpunkt, wenn eure Fläche schon heller geworden ist, also auf
getrocknet größtenteils und immer mal vereinzelt noch nasse Stellen aufweist. Vielleicht bloß wirklich so kleine Inseln. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, um zu filzen. Zum Filzen benötigen wir ein sogenanntes Schwammbrett. Das machen wir, werden wir nass machen und dann werden wir filzen. Am besten, Freunde, nehmt einfach so einen Wagen, den die Fliesenleger benutzen. So, Freunde, und jetzt können wir anfangen mit unserem Schwammbrett ansetzen und dann langsam verreiben. Und wenn euer Schwammbrett dreckig ist, dann immer wieder sauber machen, Wasser nehmen und schön eure Fläche filzen. Hier seht ihr die Stirn hier und die Stirn verreibe ich jetzt. So, Freunde, wir sind durch. Unsere Fläche ist fertig gefilzt. So, Freunde, und das war's mit dem Video. Mehr ist es nicht. Jetzt könnt ihr es nachmachen. Auch jetzt könnt ihr euch versuchen ans Filzen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Videowünsche, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten ist alles gesagt, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein, euer Patrick.